Cookies, Cakes und damit herzlich willkommen in meiner Sweet Kitchen. Ich begrüße dich hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Lady Luga. Ich werde für dich heute wieder was Schönes kredenzen, denn wir machen heute Rhabarber-Apfel-Galette. Galette eigentlich ein anderes Wort. Von Französischen heißt auch flache Kuchenküchlein oder Pfannkuchen kann man es nennen. Das Ganze ist vegetarisch. Wir machen das auch mit Röstmandeln. Du bist hier bei 35 bis 45 Minuten und pro Portion bei 964 Kilokalorien. Ich werde jetzt erstmal für dich hier die ganzen Sachen bereitstellen und dann fangen wir auch schon gleich an. Ist halt was ziemlich Leckeres zum Nachtisch. Oder aber du bietest es halt an am Nachmittag. Statt einen Kuchen kann man auch damit ganz gut glänzen und es macht auch tatsächlich ziemlich satt. Du kannst gerne schon mal den Backofen vorheizen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze oder auf 180 Grad Umluft. Wir werden jetzt erstmal die Zitrone halbieren, den Apfel schälen, dieser auch halbieren, entkernen und dann in dünne Scheiben schneiden. Du kannst natürlich auch ein größeres Messer als ich nehmen. Ich finde eigentlich immer die Kartoffelmesser ganz gut, wenn ich so kleinere Sachen schneide. Ich gebe dir auch den Tipp, den Blätterteig am besten im Kühlschrank zu lassen, denn wenn du den jetzt die ganze Zeit draußen liegen lässt, dann wird der ziemlich weich. Und es ist eher schwer, den zu verarbeiten. Wenn er noch kalt ist, dann ist das ziemlich gut mit dem. Also lass ihn ruhig im Kühlschrank drin. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und du hast somit alle Zeit der Welt, um hier deine Sachen zu machen. Solltest du ein bisschen länger brauchen bei den Äpfeln zum Schneiden, kannst du auch so ein bisschen Zitronensaft drüber machen, dann werden sie auch nicht braun. So als kleinen Tipp von mir für dich. Bei den Rhabarber, den waschen wir und die vorhandenen Blätter, die machen wir ab. Ich nehme zum Beispiel auch die Schale mit weg, weil das stört mich dann doch eher beim Essen. Deswegen einfach runterziehen. Du kannst es natürlich auch dran lassen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich mag es persönlich nicht. Wenn wir das gemacht haben, oder auch nicht, dann den Rhabarber in 2 cm Stücke schneiden und dann mit den Apfelscheiben zusammen in eine große Schüssel geben. Du kannst es auch ruhig unterschiedlich dick machen, das spielt hierbei keine Rolle. Es sei denn, du legst natürlich Wert drauf. Wir nehmen uns jetzt den Agavendicksaft. Kaum zu erkennen in meiner goldenen Schüssel, weil er durchsichtig ist oder transparent, aber das geht schon. Dazu kommt jetzt ein Esslöffel Puderzucker und ein Esslöffel Zitronensaft. Das Ganze wird vermengt und einfach erstmal kurz beiseite gestellt. Das kann dann nämlich schön einziehen, der Saft schön rauskommen. Du kannst es natürlich auch gerne in den Kühlschrank stellen. Ich nehme hier zum Beispiel die ganze halbe Zitrone. Denn ich mag es, wenn es ein bisschen säuerlich ist und Zucker kommt ja eh noch genug. Wenn wir das gleich fertig haben, dann kümmern wir uns auch schon um den Krokant. Eigentlich so das i-Töpfchen von dem ganzen Gericht. Ist auch super, wenn du was zum Snacken nebenbei haben möchtest. Dafür schnappst du dir einfach eine kleine Pfanne mit einem Esslöffel Butter, schmilzt die Butter, da kommen jetzt Mandelblättchen rein und einen Esslöffel Zucker. Und das ständigen Rühren am besten karamellisieren lassen, bis die Mandelblättchen goldbraun sind. Und wirklich rühren, weil sonst backt dir das Ganze an und das ist dann wirklich nicht mehr schön. Wenn die dann so ein bisschen bräunlich sind, dann schnappst du dir einfach ein Backpapier und lässt das Ganze darauf abkühlen. Das wird dann eine schöne harte Masse, die wir später zerkrümeln und dann rüber träufeln. Schmeckt super lecker, wenn du was naschen möchtest. Ich kann es dir nur sagen. Es macht ziemlich süchtig und das ist auch noch super, super einfach. Ja, wenn dir das bis hierher schon gefallen hat, kannst du natürlich gerne ein Abo da lassen. Ich würde mich freuen und einen Kommentar natürlich auch. Gerne natürlich auch einen Tipp. Also mich würde interessieren, wie du dein Rhabarber isst. Wir machen jetzt die Galette. Die werden wir jetzt belegen gleich. Wir machen aber vorher noch den Schmand. Den verrühren wir einfach mit 2 Esslöffel Puderzucker und dann Vanillezucker. Kannst es auch gerne noch ein bisschen süßer machen. Also nimm gerne einen dritten Esslöffel noch.
mein Vanillezucker zum Beispiel auch nochmal extra Zucker drunter, deswegen ist es auch nochmal süßer. Dann unseren kalten Blätterteig aus dem Kühlschrank nehmen und mit dem Backpapier auf ein Backblech ausbreiten. Ich mache das vorher erstmal hier drauf und packe dann gleich alles zusammen aufs Backblech. Ist ein bisschen angenehmer, das gerade zu ziehen. Schön anpassen. Der geht ja nachher auch noch mal ein bisschen hoch. Keine Sorge wegen den Seiten, darum kümmern wir uns gleich. Den Rhabarber und Apfel, den verteilen wir jetzt erstmal da drauf. Und am besten so 2 cm vom Rand freilassen, bitte. Am besten schön gleichmäßig verteilen, dass du überall was drin hast. In den Ecken. Und dann wird einfach umgeschlagen. Wenn du bis hierher keinen Platz gelassen hast, dann machst du dir jetzt einfach Platz. Also einfach einmal umschlagen, 2 cm, sodass du quasi wie so ein Förmchen. Ich weiß auch, das kann nicht immer akkurat sein. Also bei mir klappt das zumindest nie. Ich weiß nicht, ob du das hinkriegst. Aber solange es schmeckt. Wenn wir dann das Ganze gemacht haben, am besten verhält auch alles, dann kommt das natürlich in den Ofen und war es da 20 bis 22 Minuten und ist der Teig goldbraun, ist es eigentlich auch fertig. Dann kommt jetzt unser super leckerer Crunch gleich drauf. Wir können dann nämlich auch schon so gut wie anrichten. Entweder zerbröselst du das Ganze jetzt so, den Krokant, oder aber du machst es mit dem Messer einfach klein. Wie gesagt, das wird rübergepackt. Ja, manchmal ist es schwierig. Gebröselt. Das Wort habe ich gesucht. Dankeschön. So. Und davon kann es echt nicht genug geben. Also ich kann davon echt nur schwärmen, weil das super, super, super geil war. Also ich werde es bestimmt auch noch 1, 2, 3, 4 Mal machen. Auch da kommt jetzt natürlich nochmal Puderzucker drüber. Kannst ruhig ordentlich drauf geben, je nachdem, wie süß du es magst. Du kannst natürlich auch weglassen, aber Rhabarber hat immer so ein bisschen was Säuerliches an sich, deswegen. So sollte das Ganze dann aussehen. Dazu wird dann natürlich der Schmand serviert. Der wird dazu gegessen. Mir hat es super lecker geschmeckt. Ich hoffe, dir schmeckt es auch. Erzähl mir ruhig, ob du es als Nachtisch isst oder zum Nachmittagskaffeekränzchen anbietest. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.